Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns gerade in meinem neuen Zimmer. Da ihr ja wusst, dass ich umgezogen bin, haben mich halt total viele gefragt, ob ich nicht mal mein neues Zimmer zeigen kann. Wie hat sich mein Stil verändert? Ja, was habe ich alles neu? Und ich dachte mir, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, da ich alles... Also es ist wirklich ein kompletter Unterschied im Gegensatz zu dem alten Zimmer. Und ich bin jetzt wirklich zu 100% zufrieden mit meinem Zimmer. Und ey, das sieht so geil aus. Leute, ich kann es gar nicht glauben. Fangen wir mit meiner Tür an. Die Tür ist neu, die haben wir neu gekauft, weil hier war so eine Glastür drin. Und das heißt, man konnte dann ja hier reingucken. Das war natürlich ein bisschen doof. Deswegen haben wir jetzt die Tür geholt. Ich finde die sehr schön, weil die hier so... Seht ihr das? So Spalten, das finde ich mega schön. Sieht total elegant aus. Und dann kommen wir auch schon direkt zu meinem Sideboard, nenne ich das. Hier habe ich mir einfach ein Bild hingehangen, ein Löwe einfach in schwarz-weiß. Dann habe ich mir das habe ich von Trends, genau. Dann habe ich mir einfach bei Nanunana, das habe ich alles hier von Nanunana, habe ich mir natürlich Fake-Rosen gekauft. Einfach in so einer Glasvase, finde ich ganz schön. Dazu habe ich mir dann passend so ein, ja, so für Süßigkeiten einfach was geholt. Dann kommen wir zu meiner wunderschönen Lampe. Die habe ich von Ostermann. Die kann übrigens... Moment... Drei verschiedene Stufen hat diese Lampe. Ich mache immer eigentlich die niedrigste Stufe. Und meine geliebte Box, die kennt ihr bestimmt auch schon aus meinem alten Video, aus meinem alten Zimmer. Und da dachte ich mir, die ist so schön. Ich fand die so schön noch und deswegen musste die mit. So, ich dachte mir so, alles ist hier grau, da muss einfach auch mal ein Farbspiel mit. Und ja, das ist meine kleine Ecke hier so, ja. Ja, den Schrank benutze ich hauptsächlich für Anziehsachen, also meinen Kleiderschrank halt. Das Oberteil Hosen und der Rest ist halt so, ja, Pullis oder sowas. Und schon geht's zu meinem geliebten Schminktisch. Ich liebe ihn, Leute. Ich wollte eigentlich erst einen von Ikea holen, diesen weißen, aber ich habe mich so verliebt in den. Apropos, das hier, dieser Schrank hier, ist von Ikea. Und der hier ist passend dazu mit dem Hocker natürlich dabei. Von Ostermann. Was das Besondere an diesem Schrank hier ist, dass der, also Tisch, ist, dass der glitzert. Guckt euch das mal an. Wie ihr auch erkennen könnt, ist hierzu, zu dem Schminktisch, der passende Nachttisch. Natürlich glitzert der auch. Hm? Sieht man das jetzt? Okay, irgendwie will der mir nicht zeigen, dass er glitzert. Ja, auf jeden Fall glitzert der. Da habe ich jetzt nur ein bisschen Kram drin, so nichts Besonderes. Kopfhörer, mein altes Handy. Hier habe ich eine süße Lampe. Oh, ich liebe diese Lampe, Leute. Weil, seht ihr? Oh, ist das nicht geil? Ich finde das so süß. Ich weiß nicht, das hat irgendwas und ich glaube, jedes Mädchen kann mich hier verstehen, hoffe ich doch mal. Von Ikea, die Uhr ist auch einfach von Ikea, die finde ich aber ganz schön, so ein bisschen altmodisch, aber irgendwie trotzdem modern. Ja, dann kommen wir zu meinem Prachtstück. Leute, ihr könnt es nicht glauben, ihr kennt ja mein Eisenbett von Ikea. Ich habe mir jetzt ein Boxspringbett gekauft. Wundert euch nicht wegen Kuscheltiere. Das sind so Wärmekuscheltiere. Also so wie so ein... Also es sind halt so Wärmekissen halt nur als Kuscheltier oder Wärmflasche. So. Aber die sind halt so mit so Perlen, Lavendelperlen. Kann man einfach in die Mikrowelle tun. Und dann werden die warm. Und das ist so praktisch. Ich traue mich halt nicht mehr, meine Wärmflasche zu füllen, da mir mal... Ja, das Wasser über die Hand gegossen ist und das war sehr heiß und ich habe mich extrem verbrannt und deswegen mache ich das nie wieder und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, weil ich
Ich fand das einfach ganz süß. Und er erinnert mich immer an meinen Hund. Ja, hier habe ich auch, die Kissen sind von Trends und auch die Bettwäsche ist von Trends. Das hier ist von Ikea, diese Tagesdecke, das ist auch von Ikea. Da meine Leuchtbox, die ist von Nanunana und die Kerzen von Ikea. Ja, alles davon ist von Ikea. Übrigens, ich habe dieses Tablett, was ihr da sehen könnt, was jetzt silber ist, war weiß. Ich habe es einfach nur angesprüht mit Silber, falls ihr mich fragt, hä, wo kriegt man denn da so ein silbernes Tablett von Ikea? Das ist halt dieses typische, was eigentlich auch fast jedes Mädchen besitzt. Ja, das ist mein geliebtes Bett. Ich liebe es. Leute, guckt es euch mal an. Es sieht so geil aus. Ich freue mich schon so drin zu schlafen, weil mein altes Bett, ach, ich weiß nicht, aber ich habe so Rückenprobleme. Und mein altes Bett hatte nur so voll die dünne Matratze einfach. Und hier kann ich wirklich bestimmt mega gut drauf schlafen. Deswegen, Bett war mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich ein vernünftiges Bett hole. Weil ich bleibe nicht lange hier wohnen, denke ich mal. Und deswegen wäre das eh sehr nützlich, wenn ich dann in meiner eigenen ersten Wohnung dann auch ein Bett habe, was auch vernünftig ist. You know what I mean? Ja, dann habe ich hier einfach nochmal so eine Fenster. Dann habe ich jetzt einfach ein Bild und so einen Schutzengel, weil das ist ja meine Oma und die ist halt nicht mehr da. Sie ist oben im Himmel. Und deswegen soll dieser Engel, den habe ich zur Kommunion damals bekommen, soll immer schön auf sie aufpassen. Und dann habe ich auch direkt daneben den Eiffelturm hingestellt, weil ich liebe Paris und Paris ist ja Stadt der Liebe, so wie man sagt. Und deswegen ist das alles so, das ist so meine Friedensecke. So. Und immer wenn ich so, ja, nicht so schöne Sachen erlebe, gucke ich immer da drauf. Und mein TV-Schrank, den habe ich mir auch neu gekauft, der ist auch von Ikea. Die Kerzen sind auch von Ikea, außer diese zwei Kerzenhalter, die sind von, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ach, die kriegt man überall, bei Nanunana kriegt man die auf jeden Fall. Mein Fernseher und mein Playbutton. Hier ist dann ein Nachtspeicher, falls ihr denkt, hä, was ist das denn? Ja, das ist so gesehen meine Heizung. Sieht echt scheiße aus. Mich stört das auch extrem, dass es dabei war. Man kann es halt nicht wegtun, leider, es gehört. Also das nennt sich halt so Nachtspeicher, dann ist in jedem Raum so ein fettes Ding. So ein hässliches, fettes Ding. Aber ich habe mir das irgendwie noch süß gestalten können, damit es nicht so doof aussah. Und mein Spiegel. Oh mein Gott, Leute. Ist das nicht geil? Ich habe mir diesen Riesenspiegel jetzt von Ikea gekauft. Und der ist wirklich riesig. Das ist ein Riesenspiegel. Seht ihr das? Boah. Mein weißer Spiegel ist auf dem Dachboden. Und also gegenüber von uns. Und ja, der musste auf jeden Fall mit, weil ich dachte mir, boah, ich mache so gerne, also ich tanze gerne vorm Spiegel, ich schminke mich vorm Spiegel, ich mache Fotos vorm Spiegel, ich check mein Outfit ab so. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn du jetzt einen Spiegel holst, dann holst du dir auch so einen Riesenspiegel. Und ich muss sagen, ich habe nach einem Riesenspiegel gesucht, aber leider waren viele viel zu teuer. Ist auch verständlich für so einen Riesenspiegel. Wenn ihr sowas sucht, Ikea, ohne Witz, 79 Euro oder 75 Euro hat dieser Spiegel jetzt gekostet. Ich finde, dafür, dass er so groß ist, ist das wirklich in Ordnung, der Preis. Also wirklich jetzt. Also waren welche, die waren so 200 Euro und da dachte ich mir, nee, das gebe ich ganz bestimmt nicht für einen Spiegel aus. Dann stelle ich mir lieber meinen weißen noch hier hin. Ja, und dann habe ich den hier entdeckt und ich fand den ganz schön. Da habe ich einfach so zwei Schrauben hingemacht, damit ich meine Jacken aufhängen kann. Und ja. Und da sind halt noch die ganzen Leisten, weil die sind noch nicht wirklich dran hier. Da. Wie gesagt, ich habe auch alles selber hier gemacht, Leute. Ich habe selber tapeziert. Das ist wirklich kein Scherz. Das glaubt mir niemand. Ehrlich, Mann. Aber ganz ehrlich, ich kann euch zeigen, dass das eh ein bisschen gefällt ist, weil da seht ihr es, ich habe nicht richtig geschnitten und hatte dann auch gar keinen Bock mehr da oben auch. Ach, das ist, wenn man richtig hinguckt, sieht das echt nicht, naja, gut aus, würde ich mal sagen. Aber
so fällt es jetzt nicht auf, nur wenn man richtig hinguckt. Und ja, das war's auch eigentlich schon. Obwohl, was ich noch zeigen will, guckt euch diese Lampe an. Ich sag dazu mal Gockellampe. das ist meine Federlampe. Die habe ich von Trends, aber die bekommt man bestimmt auch woanders, bei Poco oder so. Habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Müsst ihr mal vorbeigucken oder einfach im Internet. Gibt einfach mal Federlampe oder Puschellampe ein, dann kommt das bestimmt. Die finde ich sehr schön und die macht das auch, also die macht das Zimmer auch wirklich sehr gemütlich, finde ich. Ich habe die größte gekauft, also gab es auch eine etwas kleinere, eine mittlere und die ganz große. Und ich wollte unbedingt diese Riesenkugel haben. Ja, was soll ich noch sagen? Das ist mein Zimmer. Und ich liebe es und oh, I love it so much. Also mein Zimmer ist halt komplett anders, so totaler Unterschied. Und ich habe mir wirklich jetzt mal Sachen gekauft, wo ich wirklich so im Kopf hatte, okay, so soll mein Zimmer aussehen und so will ich mir das einrichten. Genauso habe ich das verfolgt. Ich habe mir einen neuen Boden gekauft. Ich habe meine Wände grau gestrichen. Eine Wand habe ich hier weiß gelassen. Ich habe meine Wand tapeziert. Ich habe so viel gemacht und ich habe mir wirklich im Kopf immer ein paar Mal durch so gespielt, wie es wäre, wenn ich das dahin tue oder keine, ob das jetzt passen würde oder nicht. Und jetzt ist mein Zimmer komplett fertig und ich bin auch komplett zufrieden. Es gibt zwar noch ein paar Unebenheiten halt mit den Leisten und alles. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich auch nochmal drüber streichen, weil da Kleber dran gekommen ist an der Wand. Jetzt ist da weiß, aber mein Gott, ey. Warum heule ich eigentlich rum? Ich bin gerade froh, überhaupt so ein Zimmer haben zu können. Ich habe mir auf jeden Fall einen kleinen Traum erfüllt. Was heißt ein kleiner? Für mich ist das irgendwie ein großer Traum, weil für mich ist das so wichtig, dass man sich in seinem Zimmer sehr wohl fühlt. Und in meinem alten Zimmer habe ich mich, warum, weiß ich nicht. Es war nicht so, wie ich es haben wollte einfach. Ihr kennt das bestimmt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende und ein schönes frohes Fest mit eurer Familie. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Und ja, okay, what the fuck. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.